Hallo an das Kollektiv der Fische, meinem Sorgenkind Nummer 1 in den Wochenbotschaften. Mal schauen, was hier heute Phase ist für die kommende Woche. Zweite Stäbe. Pläne schmieden, aber nicht umsetzen. Ja, das kennen wir ja schon. Ne? Ihr bleibt lieber in der Neutralität, in eurem kleinen Tümpel. Aber ihr dürft ruhig auch mal im Strom mitschwimmen. Ja, dann könnt ihr nämlich eure kleinen Flösslein schonen. Kommt aber vorwärts. Allerdings müsstet ihr auf den Strom erstmal drauf zuschwimmen. Das heißt, wenn euch das Leben einen Strom schenkt, ja, Unterstützung schenkt, dann dürft ihr das auch annehmen. Aber dafür müsst ihr auf eure Reserve rauskommen. Wir haben hier Dankbarkeit, Gemeinschaft, drei der Kelche. Ja, das könnt ihr sehr, sehr gut. Ihr seid sehr, sehr gute Freunde. Und dann kommt das Rad des Schicksals mit ins Spiel. Das Glück. Aber wie so oft sitzt ihr da? Soll ich nicht? Und dadurch verpasst ihr Chancen. Ja, ihr lieben Fischlein. Ihr habt hier Unterstützung, ihr habt hier Rückendeckung. Also wäre es gut, wieder die Führung zu übernehmen, Dinge stimmig zu machen, mit der Mäßigkeit in den Ausgleich zu bringen, um euch hier aus eurem Mangel rauszuholen. Weil den Schlüssel dazu habt ihr, um aus diesem Mangel rauszugehen. Egal, ob das finanzieller Natur ist oder ob es liebestechnischer Natur ist. Ja, es kann gelöst werden. Hier kommen neue Impulse rein. Page der Schwerter. Aber auch diese Impulse müssen gelebt werden, erkundet werden. Diese Impulse, die setzen sich nicht, diese Ideen setzen sich nicht von alleine um. Ja? Dafür brauchen sie euch. Neune Stäbe heißt die Kraft zurückholen. Unabhängig davon, dass hier einige schon sehr, sehr lange ihre Kraft zurückholen, wäre es gut, vielleicht auch ein bisschen von dieser zurückgewonnenen Energie zu nutzen, ja, um hier langsam, aber sicher in den Wettkampf zu gehen. Fünf der Stäbe. Verpasst nicht die Möglichkeiten in eurem Leben, nur weil ihr damit ständig beschäftigt seid, euch selbst zu klären. Ihr seid bereits im Wasser. Ihr seid voller Gefühl. Und das könnt ihr nutzen. Ihr habt Fähigkeiten, ihr habt Talente,